Herzlich willkommen zu Türchen 18 unseres HTS Adventskalenders. Wir sind immer noch bei den Rollen im Rudel und heute geht es um den sogenannten roten Führhund. Rot steht für zwei Dinge. Zum einen, dass es ein körperlicher Hund ist und zum anderen aber auch, dass es ein extrovertierter Hund ist. Er ist also ein Hund der extrovertierten Gruppe. Die extrovertierte Gruppe besteht aus grauer Eminenz, rotem Führhund und rotem Polizisten. Zu dem kommen wir morgen. Was ist das jetzt für ein Typ? Das ist vor allen Dingen ein Hund mit einem enormen Vorwärtsdrang und allgemein mit einem hohen Bewegungsdrang. Das ist ein Hund, der es relativ schlecht aushält, an der roten Linie, also in der Leinenführigkeit direkt bei euch zu laufen. Der hat immer das Bedürfnis, nach vorne rauszudrängen. Wenn man dem nach der Anfangsarbeit 2 bis 3 Hundelängen an der Leine lässt, dann läuft er wesentlich entspannter, sonst läuft er nämlich wie eine Nähmaschine. Der rote Führhund ist ein super Sporthund. Also Agility oder auch VPG, das sind alles Sportarten, die man super mit dem Hund ausfüllen kann. Er ist gegenüber den Menschen und auch gegenüber anderen Hunden körperlich und er neigt ein wenig dazu, introvertierte Hunde, also Hunde der introvertierten Gruppe, zu jagen und zu mobben, fast schon ein bisschen zu hetzen. Er ist einer, der, wenn du auf dem Hundespaziergang unterwegs bist, immer ganz vorne laufen muss. Also versuchst du mit dem ganz hinten zu laufen, wird er sich wahnsinnig schwer tun, weil er an die Spitze dieser Gruppe, an der Spitze dieser Gruppe laufen möchte. Er neigt dazu, wenn keine graue Eminenz da ist, graue Eminenz zu spielen, was er natürlich als körperlicher Hund nicht gut kann, weil ihm da einfach diese enorme Präsenz der grauen Eminenz fehlt. Man hat bei den Korrekturen eines roten Führhundes nicht unerheblichen Aufwand und er hat eine große Neigung dazu, Außenreize vor seinem Besitzer abzuchecken. Das ist klar, wenn man weiß, dass er derjenige Hund ist, der von der grauen Eminenz zum Außenreiz geschickt ist. Das heißt, es ist in seiner Rolle schon verankert, der Drang, Außenreize selbstständig abzuchecken. Auf der einen Seite ist er super gut konditionierbar. Man kann ihm wunderbar und relativ schnell den Abruf beibringen. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass er dann nicht zum Abklatschen neigt. Also zum Herkommen, sagen, hier bin ich und gleich wieder weg sein. Einfach, sobald er wieder weg will, eine Korrektur hinterher schicken, dann versteht er relativ schnell, dass er nicht einfach wieder wegrennen kann. Häufige Probleme mit diesem Hund sind tatsächlich die Leinenführigkeit und eben seine Neigung, selbstständig zu Außenreizen hinzulaufen. Eine Leinenaggression entwickelt dieser Hund als Frustaggression. Das bedeutet, wenn er als junger Hund immer zu Artgenossen hin durfte und das dann plötzlich nicht mehr darf, dann wird es für ihn schwierig und dann entwickelt er daraus eine Leinenaggression. Deswegen macht es sehr viel Sinn, ihn von Anfang an klar zu machen, dass Außenreize eben nicht ihm gehören, sondern dir gehören. Er heißt in Lustig, der Ich-bin-dann-mal-weg-Typ und so ist er dann auch tatsächlich, aber im Grunde wunderbar zu führen, wenn man weiß, was man für einen Hund an der Leine hat. Bei Außenreizen müsst ihr halt aufpassen, dass er nicht, wenn er den Außenreiz gesehen hat, also er sieht den Außenreiz, meistens guckt er auch noch ganz kurz zu dir und das ist deine Chance, ihm zu sagen, wie er sich zu verhalten hat. Wenn du das nicht machst, rennt er halt selbstständig zum Außenreiz hin. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen über den roten Führhund bei Rollen im Rudel und bin gespannt, wer jetzt alles denkt, er hätte einen.